Hallo, mein Name ist Christian Gillis und ich nehme Sie heute mit auf meine Reise vom Praktikanten zum Werkleiter. 2006 bin ich im Rahmen meines Studiums der Werkstofftechnik zu Dürrebit gekommen, für ein Praktikum über 6 Monate. Bereits während des Praktikums wurde ich gefragt, ob ich nach dem Studium nicht bei der Dürrebit anfangen möchte. So bin ich 2007 zu Dürrebit gekommen und war direkt zuständig für 2 Bereiche, die Glasiererei und den Brennbetrieb. Nach 2 weiteren Jahren habe ich noch zusätzlich die Endfertigung dazu bekommen. Während meiner Zeit bei der Dürrebit habe ich einige Auslandsaufenthalte gehabt, um dort die Werke zu unterstützen und für mich weitere Erfahrungen zu sammeln. 2010 konnte ich mit Unterstützung der Dürrebit ein Zweitstudium machen. 2014 bin ich dann hier nach Bischwiller gekommen und habe hier die Stelle des Werkleiters übernommen. Wir werden uns jetzt zusammen das Werk anschauen. Als Werkleiter bin ich für die kompletten Prozesse und das Ergebnis verantwortlich. Ein Vorteil der Dürrebit ist, dass jungen Leuten sehr früh die Möglichkeit gegeben wird, Verantwortung zu übernehmen. Wenn auch Sie auf der Suche nach einer Herausforderung sind und in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien arbeiten möchten, dann bewerben Sie sich bei uns.